Hi liebe Leute, ich bin's wieder, Marc von Ride First, und ihr seht's hier, ohne Motor, ohne Federung hinten, Hardtail das Thema, und zwar, warum du kein Fully brauchst, warum ein Hardtail für dich vielleicht die bessere Wahl wäre. Ganz wichtig, der Hinweis am Anfang natürlich, wer Fully-Fan ist, wer sagt, er braucht ein Fully, er mag ein Fully, alles gut, ich habe noch mein altes Fully, fahre aber eigentlich primär wirklich nur noch Hardtails von meinem Fahrstil. Alles gut, ich will das keinem schlecht reden, aber es gibt auch einige Leute, wo man sagen könnte, eigentlich brauchen die keinen Fully, und B, vielleicht haben sie sogar Vorteile, wenn sie einen Hardtail wählen, und da möchte ich jetzt mal eine kleine Liste aufzählen und die einzelnen Punkte euch darlegen, und ja, wenn ihr anderer Meinung seid oder sowas ergänzen wollt, ab in die Kommentare. Fangen wir an mit Punkt 1, und das ist natürlich, ja, für jeden eigentlich ganz klar, aber vielleicht unterschätzen das manche, und zwar die Wartungsarmut. Bei einem Hardtail ist wirklich ein ganz großer Bonus und Vorteil, weil ein Fully ist in der Regel mit mehreren Lagern, die Lager gehen auf jeden Fall irgendwann defekt, und ja, du hast viel mehr Technik, der Dämpfer kann defekt gehen und es muss mehr gepflegt werden, wenn du Matschtouren hast, Sand und Matsch und Flüssigkeit, das geht in die Lager rein, also es ist mehr Aufwand, und deswegen ein Hardtail ist halt so, Keine großen Sorgen, kein großer Stress, weil hier hinten viel weniger Technik ist. Keep it simple, reduzieren auf das Nötigste bei einer trotzdem guten Performance. Deswegen, wenn ihr viel fahrt mit Matsch, Sand, all diesen Kram, ist auf jeden Fall ein Hardtail eine gute Option, weil man viel weniger Stress hat und auch potenziell weniger Defekte oder Werkstattzeiten. Ein kleiner Grund. Früher war es vielleicht ein noch dominanterer Grund als heute, aber das Schöne am Hardtail ist natürlich hier ist alles steif, das heißt, da wippt nichts, da federt nichts nach, da hast du keinen Pedalrückschlag oder ja, es ist einfach, fühlt sich sehr direkt an, und ja, das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, manche sagen, sie mögen das vielleicht, wenn es so ein bisschen mehr wippt oder so, einfach ein aktives Fahrwerk mit dem Dämpfer hinten. Aber es gibt doch auch viele Leute, gerade die schon lange fahren, seit den 80ern, 90ern oder so, die das zu schätzen wissen, wie stabil sich das hier anfühlt, und da wippt nichts, da wackt nichts, ist schön, hat eine gute Steifigkeit, und ja, da drin sind Hardtails natürlich besonders gut. Ihr müsst euch natürlich die Frage stellen, was fahre ich eigentlich? Und jetzt kommt immer so ein bisschen den Punkt, wo man sehr individuell natürlich darüber auch diskutieren kann. Braucht man denn wirklich einen Fully? Manche sagen dann, naja, wenn ich es mal ein bisschen brauche, aber wenn ich es habe, dann habe ich es halt. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, das kann man eigentlich sagen. Aber je nachdem, wo man lebt, vielleicht in einem Gebiet, wo es gar nicht so mega bergig oder mega verblockt ist, oder wenn ihr sagt, ich fahre eh kaum technische Trails und meistens eher normale Wiesen und Waldwege und ab und zu mal einen einfachen Trail, dann ist es so, man kann sich das Gewicht sparen, man kann die Wartungsarmut hat man am Hardtail, und man braucht eigentlich gar kein Fully. Und wer jetzt sagt, doch, meine Bandscheiben oder so wollen das, ich brauche ein bisschen Komfort, das geht ja dann um das Fahren im Sitzen, und da gibt es hier wirklich super gute Federstützen, Parallelogramm, und da hat man wirklich auch, wenn man im Sitzen mal ein bisschen Unebenheiten hat, sehr viel Komfort und der Entlastung für die Wirbelsäule. Ein klarer Grund, warum du kein Fully brauchst, ist natürlich, wenn du gerne leichte Bikes magst. Wenn du vom Rennrad kommst, vom Gravelbiken kommst vielleicht und jetzt auch Mountainbike fährst, dann ist das Gewicht für dich ein wichtiger Faktor, und Hardtails sind halt immer leichter als Fullies, dadurch, dass halt der Dämpfer und die ganzen Lager und so wegfallen. Und es gibt natürlich auch eine ganz eigene Gruppe im Cross-Country-Marathon-Bereich, Bike-Kategorie, wo es besonders ums Gewicht geht. Und ja, leichte Räder machen Spaß, gerade wenn man gern sportlich fährt. Deswegen, wenn deine Wahl ist, leichtes Rad, ist ein Hardtail ganz, ganz weit vorne. Natürlich gibt es leichte Fullies auch, aber dann gehst du auch in eine Preisklasse, wo, naja, wo es sehr, sehr teuer wird. Ja, schreibt mir in die Kommentare, ist das Bike-Gewicht euch wichtig? War das ein ausschlaggebender Faktor bei eurer Kaufentscheidung? Oder überlegt euch vielleicht noch ein leichtes Rad zu kaufen? Ich bin ganz gespannt. Schreib mal rein. Ein Grund, warum du kein Fully brauchst und ja, dir die heutigen Hardtails wirklich mal anschauen solltest, ist nämlich, da hat sich viel getan. Also vielleicht seid ihr früher mal gefahren und ihr hattet dann euer 26 Zoll Hardtail mit steilen Winkeln und so weiter. Heute, wie hier bei meinem,
sind es in der Regel immer 29er, große Laufräder. Und ja, die rollen einfach gut. Und auch wenn es dann doch mal ein bisschen ruppiger wird, durch dieses gute Überrollverhalten, ja, fühlt sich eigentlich doch alles ganz gut an. Und ja, und die fahren sehr die Geometrien sind moderner, fahren sehr spurstabil. Und hier habe ich auch eine gute Sitzposition. Ist kein Hollandrad, aber ich sitze trotzdem etwas entspannter und nicht wie auf so einem Rennrad, wie halt früher Mountainbikes auch mal waren, mit so Streckbankmäßig. Also von der Performance ist ein modernes Hardtail einfach super, deswegen, wenn ihr da vielleicht noch Vorurteile habt aus alten Zeiten, dann gebt den neuen Hardtails mal eine Chance und ihr werdet merken, es ist eine super Alternative zu einem Fully. Ein Grund, warum du nicht direkt zu einem Fully greifen solltest und Hardtail für dich eine gute Wahl ist, ja, ihr wisst, ich war jahrelang Fahrtechnik-Trainer und auch bekannt als Fahrtechnik-YouTuber im Grunde. Und man kann sagen, mit einem Hardtail kann man sehr gut die Fahrtechnik verbessern. Weil gerade Leute, die spät angefangen haben, wenn die sich direkt einen Fully kaufen mit 160 mm Federweg, ja, dann gibt es auch Leute, die sich ein bisschen auf diesen Federweg verlassen und weniger aktiv selber arbeiten, wenig eine aktive Fahrweise haben. Ja, und mit dem Hardtail muss man geschmeidiger fahren, man ist quasi gezwungen und deswegen kann man echt sehr gut auch bewusst fahren, man spürt, man kriegt mehr Feedback vom Boden und was auch sehr schön ist, man kann einen Sattel runter machen und dann im Nachbarort vielleicht den Pumptrack rumheizen. Ja, es hat viele Aspekte, dass man sagen kann, Fahrtechniktraining geht besonders gut auf dem Hardtail und die Skills, die man dann damit lernt, kann man nachher auch gut auf dem Fully übertragen. Ein Grund, warum ein Hardtail für dich doch die bessere Wahl sein könnte als ein Fully, und zwar im Grunde sind Hardtails auch totale Allzweckwaffen. Super vielseitig. Ich kann hier mit so einem 29er Hardtail, guck mal, eine super gute Federgabel vorne, 29er Laufräder, die gut rollen. Ich kann damit auch Trails fahren, Bikepark Flow Trails oder auch mal langsam technischen Trail. Es ist stabil, gute Bremse, alles möglich. Ich kann damit aber auch mir an die Hülsen Gepäckträger machen und kannst dann zum Bikepacking nutzen oder zum Arbeitspendeln oder selbst zum Radreise fahren. Ich kann aber auch einen Marathon mit dem Rad. Hier kann ich auch einen Mountainbike-Marathon mitfahren. Vielleicht gewinne ich nicht, weil es jetzt kein extremes Leichtbaurad ist, aber es ist super vielseitig. Sattel runter, Pumptrack, easy. Ich kann hier die Gabel blockieren, dann kann ich Asphaltsprint fahren, vielleicht mit Trekkingrad oder Rennrad fahren. Also es ist so vielseitig. Und ein Fully, klar, du kannst hier alles locken. Wenn du einen Dämpfer hast, kannst du blockieren, aber du hast wieder mehr Technik, mehr Gewicht, mehr Wartungsanfälligkeit. Also ein Hardtail ist einfach eine sorgenfreie Allzweckwaffe. Deswegen eine super Alternative zum Fully. Ah, also, ihr müsst euch auch keine Hanteln kaufen. Hardtail geht auch. Also schaut mal in die Kommentare. Bin ich mal gespannt, was eure Entscheidung war. Habt ihr euch doch für ein Fully entschieden? Habt ihr es bereut, wenn ihr einen Hardtail genommen habt, weil ihr wusstet, okay, ein Jahr später brauche ich doch einen Fully? Habt ihr vielleicht mehrere Räder für mehrere Einsatzbereiche? Schreibt's rein, lasst ein Like da, abonniert gerne den Kanal, füttert den Algorithmus, würde ich mich freuen. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Und ich muss jetzt mal eine Runde mit meinem Hardtail fahren gehen. Bis dann, ciao! Marc Brodesser, herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in Olsberg mit Marc Brodesser. Ja, zeig mir der Marc Brodesser, der gerade hinter der Kamera steht. Deswegen ist ja Marc Brodesser heute bei uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, Marc. It is day two of our little snow adventure and Marc here has brought us some crazy snow bikes. Marc Brodesser ist bei uns. Herzlich willkommen.